Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Strategic Command. Und ja, ich habe mir jetzt gerade mal auf dem Balkon überlegt. Wir haben das zweite, das erste und das BEF Core. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich die vielleicht, ja, sobald Operation Bagration begonnen hat, durch die Nordseeschiffe und in Norwegen landen lasse. Ja, eventuell gelingt es mir, Norwegen einzunehmen oder wenn nicht, ja, vielleicht werden dann die Deutschen ein paar Truppen dorthin schiffen. Ja, das müsste ja eigentlich bis dahin. Wir können auch noch mal kurz in die Produktion schauen. Ja, also Ende des Jahres kommt dann sozusagen die schwere Artillerie. Gut, ja, wir beenden jetzt den Zug, besser gesagt. Mal gucken, was passiert. Dass wir Royal Marines und Freie Französische Einheiten Dakar in Französisch-Westafrika angreifen. Dass wir mit. Achso, dort wird ein Teil der Goldreserven des französisch-belgischen polnischen Regierung gelagert. Einnehmen wäre das ein enormer finanzieller Gewinn. Beim Erfolg würde das Ansehen von General de Gaulle steigen und unsere eigene wirtschaftliche Lage würde sich durch die Einnahmen der Goldreserven verbessern. Könnte ein Angriff auf Dakar dafür sorgen, dass das Vichy-Regime in Frankreich und Nordafrika 5 bis 8% stärker zu den Achsenmächten tendiert. 30 MPP kosten. Ja, machen wir doch. Gegen den Angriff auf Dakar. Triumphant wird bei Plymouth erobert. Freie französische Marine übergeben. So, okay. Französische Einheiten gelingt es nicht, Dakar zu erobern. Das ist schade. Übernehmen die Macht in Kamerun und Französisch-Kongo. Infanteriewaffenstufe 1, sehr schön. Da können wir die jetzt mal upgraden. Okay, Langstrecke ist auch gut. Erdkampfwaffenstufe 1 ist ausgezeichnet. Amphibische Kriegsführung ist auch gut. Infanteriewaffen ist gut. Weiterentwickelt das Flugzeug Stufe 1. Langstreckenflugzeug Stufe 1. Weiterentwickelter Panzer Stufe 1. Mein Gott, also da ging es ja jetzt richtig ab, diese Runde mit den ganzen Erfolgen. Gut, gucken wir mal, was passiert. Trans, okay. Ja, Bulgarien. Der wird jetzt nochmal aufgeladen. Das ist natürlich ärgerlich. Wir werden jetzt mal die Bomber mit Erdkampfstufe 1 ausstatten, würde ich sagen. Okay, da ist jetzt eine Einheit zu sehen. Ja, jetzt werden sie nach und nach an die Front verlegt. Aber ich denke mal, die KI wird so klug sein, dass sie jetzt nicht so viele Einheiten an der Front stehen hat. Ich weiß nicht, wie viele waren es? 14 oder so oder 18, die nicht da 10 Felder um Warschau rumstehen dürfen. Ansonsten würde es natürlich unsere ja, Kriegsanstrengung erhöhen. Das wäre natürlich ganz gut. Da könnte man dann nochmal einiges investieren. Überfall auf Norwegen. Wird gezwungen abzudanken. Michael der Erste folgt auf den Thron. Ja, Michael. So, ein kanadisches Korps. Das könnten wir natürlich auch theoretisch mal. Moment. Das Korps Mobilität. Dann machen wir das mal. Den Jäger graden wir auch mal ab. Die Armee. Und die Armee auch.
So, okay. So, der kriegt ein Upgrade. Der sollte. Ist zum Glück keiner. Okay, so, dann geht's weiter. Dass wir die Briten upgraden. So, das können wir machen. Dann laden wir den Jäger auf 10 auf. So. Die Bomber graden wir ab. Und steht sich dann da auf. Mann. Ach so, ja. Ich drücke auch die ganze Zeit auf den falschen Knopf, dann kann das auch nichts werden. Okay, so, ja, mehr kannst du momentan nicht machen. Den kann ich vielleicht mal irgendwie so ein bisschen wegbewegen, damit das nicht ganz so offensichtlich ist. Ach, hier ist das komische Boot, offensichtlich. Oder es war zumindest hier. Hier ist es. Das ist jetzt ein neues, okay. Okay, ich glaube, das Ding sollte ich jetzt mal zurückbringen. So, und dann sind hier jede Menge Zerstörer, die jetzt mal gucken, dass sie da auf feindliche Jagd gehen. So, das Ding können wir auf 9 verstärken. Okay, so. Gibt es hier eigentlich mit den Sowjets? Ja, sind ja doch einige Sachen in der Produktion. Das ist schon mal gut. März, April, Panzerzug, ein Katjuscha und ein Bomber. Ja, das reicht momentan nicht so richtig, um irgendwas zu kaufen. Die Amerikaner müssen auch sparen. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt wieder eine Runde, wo eigentlich gar nichts ging. Das heißt, wir könnten mal Diplomatie schauen. Algerien 53, Bulgarien, ja gut, die sind sowieso Achse. USA 41, Griechenland 35, 84, 25. Wo ist denn Vichy, Frankreich 54? Da sollten wir vielleicht mal dagegen investieren. Mit den Briten, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Japanische Truppen greifen die Franzosen in Indochina an und fügen ihnen große Verluste zu. Infanteriewaffenstufe 1, Amphibiekriegsführung Stufe 2. Ja. Das ist ja jetzt mal richtig frech, ey. Die
können sich immer wieder bis 7 aufladen. Das ist natürlich echt ein bisschen belastend. Gut, aber hoffentlich jetzt mit den Erdkampfwaffen Stufe 1 klappt es ein bisschen besser, hoffe ich mal. Okay, ja, es tauchen weitere Einheiten auf. Aber ich hoffe mal, dass die frühestens im Frühjahr beginnen, beziehungsweise werden wir wahrscheinlich nach Skript dann erstmal Jugoslawien und dann Griechenland erobern, schätze ich mal. Hoffe ich auch mal. Sonst hast du natürlich echt verwachst. Okay, die kaufen irgendwas, das gefällt mir nicht. Verhindert die Versorgung der Achsenmächte im Mittelmeerraum, das finde ich sehr schön. So, der Konvoi wird angegriffen, das finde ich auch gut. MPP. So, okay. Gibt's doch nicht. Warte mal. Kurz. Das kann ich nicht angreifen. Wieso kann ich den nicht angreifen? Ist schlechtes Wetter? Nee, ist doch kein schlechtes Wetter, oder? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach ja. Ist doch zum Heulen, dass der immer mit einem Stärkepunkt überlebt, das dumme Arschloch. Fürchterlich. Gut. 364. So. Ich würde sagen, die können ja schon mal sich jetzt in irgendwelche Häfen begeben. Das heißt, da oben ist einer. Sollten dann vielleicht sowieso, können sie mal mit der Bahn verlegen. Je nach Wick kommt einer. Der andere kommt, dann müssen wir das Ding holen wir dann raus. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht verlegen. Naja, ansonsten ist ja jetzt auch egal. So kann ich die nicht verlegen. Finde ich jetzt interessant. So, du kommst mal hier hin. Gut, dann bleibst du, dann gehst du nach Oxford mal. Du kommst dahin. So, und dann warten wir noch auf die schwere Artillerie, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was wir hinkriegen. So, die USA-Infanteriewaffen Stufe 1, dann können wir die nochmal upgraden. So, gut, und dann gucken wir nochmal bei den Briten in Sachen Forschung, was da angesagt ist. Weiterentwickeltes Flugzeug, würde ich sagen. Machen wir mal. 108. Dann machen wir nochmal amphibische Kriegsführung. So, okay. Und mit den Sowjets warten wir nochmal ab, dass wir dann vielleicht einen Panzer oder sowas kriegen können. Wie sieht das bei der Forschung von den Sowjets aus? Infanteriewaffen, gut, das wird noch ein bisschen dauern, leider. Hoffentlich sind die rechtzeitig fertig.
Hoffe ich mal stark. Hätte ja klappen können. So, der hat schon fast, also der hat schon anderthalb Sterne. Das ist natürlich exzellent. So, Malta verhindert die Versorgung. Deutschland zeichnet den Drei-Mächte-Pakt. Ich hoffe, ich werde darüber benachrichtigt, dass Fass unterhält die Truppen, um ihre Moral zu stärken. Amphibiestufe 1. Spionage und Aufklärung ist höher. Spionage, Aufklärung, ja. Schwere Bomber Stufe 1. Artilleriewaffen Stufe 1. Industrietechnologie Stufe 1. Das ist sehr schön. 62, das ist natürlich immer noch nicht so richtig viel. Ich bin mal gespannt, wenn sie sich jetzt nicht wegbewegen sollten. Dann können wir nochmal. Okay, jetzt kann er sich nur noch bis 6 aufladen. Das wird ja wohl dann hoffentlich klappen. Nee, sie hauen leider ab. Gut. Das ist jetzt ein U-Boot. Habe ich noch ein weiteres? Ich glaube nicht. Natürlich auch Christiansand einfach einnehmen, dann hätte sich das ja auch schon erledigt mit den Dinges. So, aber ich bin mal gespannt, ob sie jetzt wirklich darauf gehen, Jugoslawien zu erobern. Und wieso zum Henker blute ich am Bein? Was ist das denn? Und dann auch noch richtig heftig. Ah, wartet mal kurz, ich muss mir mal ein Pflaster holen. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt gerade stand. Kann man das irgendwo sehen? Das ist jetzt belastend. Kann man das irgendwo nochmal sich angucken, was für eine Info kam? Weiß ich jetzt nicht. Das war nicht das Richtige. Gibt's doch nicht. So, den laden wir auf. Marinewaffen. Achso, ich kann ihn leider nicht mit Erdkampfwaffen aufladen, anscheinend. Das ist ärgerlich. Aha, da ist der Panzer aufgetaucht. Wo sind denn die Artillerie und so, die dann auch immer da unten am Start sind? So, das war jetzt dumm.
Das heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Die Briten weiterentwickelter Panzer Stufe 1 haben die. Das könnte ich doch wahrscheinlich auch hier unter Eigenschaft nachgucken. Okay, das hat er aber schon. Das ist ja schon mal angenehm. So, gut. Würde ich sagen, gehst du mal zurück. Kann ich den eigentlich auch an einem britischen Hafen aufladen? Jetzt mal hier nach Island einfach. Und du gehst irgendwo. Ist jetzt leider gerade kein Hafen verfügbar. So, du gehst. Nee, da ist nix mit Versorgung. Jetzt einfach nochmal gucken, ob der immer noch hier irgendwo seine Spielereien da macht. So, ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ja, ein U-Boot haben wir jetzt nicht im Angebot, aber wie gesagt, wenn wir da landen sollten, hätte sie sich das eh erledigt. So. Ah. Also, wo die Wunde herkommt, weiß ich nicht. Ich hatte vorhin, heute Mittag oder heute Vormittag besser gesagt, war ich in der Badewanne und dann bin ich aus der Badewanne gekommen. Da hatte ich schon mal irgendwo Blut dran, aber ich glaube nicht, dass das davon kam. Also. Anscheinend habe ich mich so doll gekratzt, weil mich da irgendein scheiß Vieh gestochen hat, dass das angefangen hat zu bluten. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären. Naja, was soll's. Zug wirklich beenden, jawohl. Schließt sich den Achsenmächten an. HMS Montgomery. Werden in Albanien aufgestellt. Italien erklärt Griechenland den Krieg. Amazon, ja, doch sowas Tolles. So, 62, also die Industrietechnologie, die höhere Stufe, die merkt man den Sowjets jetzt nicht so richtig an. Also 62 erscheint mir jetzt nicht gerade mehr als vorher zu sein. Okay, es geht los in der Nordsee anscheinend. Ja, also da gehen sie jetzt die ganze Zeit immer wild hin und her, von links nach rechts, von rechts nach links. Ich habe übrigens da noch eine Wunde, sehe ich gerade. Da muss ich jetzt mir gleich nochmal ein Pflaster holen. WTF. Gut, ja, wir gucken mal, was die Italiener, ob die jetzt überhaupt irgendwas schaffen oder nicht. Er steigt als Italien Griechenland den Krieg erklärt. Griechen einsetzen, sollten wir sie vielleicht verstärken. Mindestens eine britische Einheit nach Griechenland, das würde die Moral der Griechen stärken. Präsent sind, wir Chancen erhöhen ihrer Heimat. Mindestens eine britische Einheit nach Griechenland. Okay. Einen strategischen Bomber, den könnten wir doch wahrscheinlich da aufstellen. Nee, können wir nicht. Doch, hier könnten wir ihn aufstellen. Das ist natürlich praktisch.
So, ich würde sagen, ja gut, die hätten natürlich kein Dinges dann, kein Befehlshaber, aber Moment, wenn wir mit Griechenland, da können wir leider nichts kaufen, ein Jagdflugzeug könnten wir kaufen. Das wäre im Juni aber erst da. Das kannst du ja wohl sowas von vergessen. Was ist an Bodentruppen? Da ist jetzt nicht so viel angesagt, muss man sagen. Also, wenn ich jetzt natürlich jetzt hier die 10er-Einheit oder so dann ausschiffe, dann die BEF-Armee, dann hätte ich natürlich gar nichts mehr hier. Andererseits. Können wir ja jetzt auch durchaus irgendwas kaufen, mal. Irgendeine Armee. Das dauert dann zwar, bis die da ist, aber egal. Ich wäre jetzt sowieso dann auch erst, wenn die mit ihrer komischen Operation starten, die ganze Angelegenheit starten. So, ein Panzer. Weiterentwickelter Panzer. Der wäre April 41 vorhanden. Ja. Gut, jetzt hat sich's dann mit dem Kaufen erledigt. Da müssen wir jetzt wieder in Dinges investieren. So, und wir könnten natürlich auch mal die Einheit im Transport losschicken. So, ich habe keine Ahnung, wo das scheiß U-Boot hin ist. Keine Ahnung. Gut. Dann war hier noch ein Schiff, das wir mal verstärken können. So, und wir können noch mal gucken, dass wir noch mal irgendwas investieren. Panzerkrieg, Befehlskontrolle, schwere Bomber, Marinewaffen. Ja, das ist zu teuer. Vielleicht U-Boot-Jagd. Weiterentwickeltes U-Boot. Gucken wir erstmal mit den Alliierten. Da ist. Die entwickeln mal Panzer. Und 125 hätten sie noch. Dann können sie nochmal eine Stufe Produktionstechnologie hinterher machen. Und die Sowjets, ja gut, die haben jetzt nichts mehr. Aber bei den Briten wollte ich noch gucken. Irgendwas, was 175 kostet. Nee, das heißt, das machen wir nicht, weil ich wollte jetzt erstmal das Afrika-Korps aufladen. Das geht leider nicht. Die haben noch keine Infanteriewaffen. Das ist belastend. Dann sollten wir denen mal welche geben. Den laden wir auf. Flugzeuge laden wir zumindest bis 8 wieder auf. Okay, so, und hier war irgendwo noch der halbgare Flugzeugträger.
So, die bleiben da jetzt, wo sie sind, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die abgeschnitten werden. Ja, das ist natürlich ein bisschen belastend. Ah. Nee. Dafür reicht das Prestige nicht, aber das können wir in der nächsten Runde mal angehen, dass wir die ganzen Einheiten alle mal upgraden. Und ja. Der sollte hier in den Hafen rein, genau. Sich mal aufladen. Und das war's dann soweit. Ne, das heißt, der ist noch angesagt. Der kommt da leider nicht hin. Gut, aber sonst gibt es auch keinen Hafen da. Also müssen wir das so machen. Ah, die sind jetzt fertig. Befestigen. Okay. Da verhindert die Versorgung zwischen Partisanen, der Polizei am Waffenstillstandstag. Jawohl. 41%. Industrietechnologie 91%. So, die flotte Bewegung. Ach ja. Vielleicht sollte man doch einen Jäger vorsichtshalber einen britischen dahin schicken. Auch wenn die da nicht so die, sage ich mal, große Chance haben. Also, was kann ich sehen? 5, 6 Einheiten. Ja, das ist natürlich, weil ich da auch nicht so viele Einheiten stehen habe, kann ich natürlich nicht so viel sehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die so ein bisschen bescheißen. Aber die Einheit da in Athen hat nur Stärke 5, die könnten wir auf jeden Fall auch mal aufladen, sehe ich gerade. Ups. Rumänien schließt sich den Achsenmächten an, jawohl. Nächste Runde müsste dann Bulgarien dazukommen. Gut, ja, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt als allererstes mal Schlachtschiff gesichtet, Zerstörer gesichtet. So, und jede Menge Einheiten am Start. Kann ich hier auch irgendwas hinstellen? Nee. Leider nicht. Da auch nicht. Moment. Nee. Na egal. So, eine schwere Artillerie. Und eine schwere Geierie. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Der müsste dann schon hiervon oder so starten. So, der Panzer. Gut, den Panzer, den können wir mal dahin stellen. Ein Zerstörer. Ja gut, was will ich mit dem Zerstörer? Das bringt mir jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel. Gut, starten wir erstmal in Griechenland, würde ich sagen. Den kann man leider nichts machen.
Versorgung ist leider echt für den Arsch. Ich brauche gerade keine Jäger. Ich kann auch den Flugzeugträger da vielleicht einsetzen. So, okay. Und der kann diese Runde noch nichts machen. So, hier haben wir einen Zerstörer. Ne, der ist aber auf der falschen Route, Schlaumeier. Wo ist denn eigentlich das? Ne, Moment. Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil das. Ne, hahaha. Ja, gut, das war jetzt guten Morgen. Jetzt habe ich den bewegt. Das wollte ich natürlich nicht. Gucken wir mal, wo jetzt, ob ich das Schiff sehen kann. Das ist jetzt da hinten. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Gut, dann geben wir dem jetzt mal, folgen wir dem mal ein bisschen. Du lädst dich auch mal auf. Okay, so, ja, mehr kann ich jetzt diese Runde eigentlich nicht machen. Nee, Moment, das heißt, ich kann die BEF mal zurücknehmen, damit ich die wieder auf 10 aufladen kann. Ich könnte auch rein theoretisch, wo ist denn das? Zum Südatlantik, zum Roten Meer. Hier könnte ich natürlich auch irgendwelche Einheiten ausschiffen. Frage ist allerdings, ja. Also ich frage mich, ob diese Pack und so, ob man die selber kaufen muss oder ob die noch kommt. Also wenn die jetzt nicht kommen sollte, wäre das natürlich ein bisschen witzlos. Versorgung 2, Versorgung 4. Wieso hat er nur Versorgung 2, obwohl der Befehlshaber direkt hinter dem steht? Also gut, vielleicht hätte ich den auch, vielleicht sollte ich den auch mal verstärken. Aber dafür habe ich jetzt natürlich nicht mehr das Prestige. Wir können den strategischen Bomber mal hinterherziehen. Den hatten wir schon, genau. Ja. Haben wir dann nächste Runde wieder auf, dass er wieder nerven gehen kann. Unsere Produktionstechnologie Stufe 2. So, Infanterie Stufe 1, wenn ich das richtig gesehen habe, dann sollte ich jetzt vielleicht gucken, dass ich den zumindest allen Stufe 1 gebe, damit sie sich besser verteidigen können.
Gut, das Flugzeug kann jetzt zumindest nichts ausrichten, was hier schon mal ganz praktisch ist. Weil es halt schneit. Zerstörer gesichtet. King George Schlachtschiff. So, jetzt gucken wir mal. Dass wir den dann irgendwie vielleicht hier hin und dann, ja, oder ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Gut, wir bringen den mal hier hin. Und Modus, ja, Jagdflugzeuge, das passt. So, dann laden wir den hier wieder auf 10 auf. Bringen den strategischen Bomber näher ran und können ihn schon mal hier angreifen. Okay. So, du sicherst hier aber mal ein bisschen ab. Falls da irgendwie ein Schiff meint, es irgendwie zu gut mit mir meint. Gut, dann gucken wir. Achso, hier war ja irgendwo dieses Mist. Ne, den hatte ich bewegt. Okay. Die hatten wir noch nicht gehabt. So, dann werden wir das U-Boot wieder verstärken auf 10. Und du kannst wieder hier auf U-Boot-Jagd gehen. Okay. Zweihundertvierundsechzig, 148. Achso, ich wollte jetzt mal gucken, dass ich dem einen oder anderen jetzt mal Dinges gebe. Ist der jetzt? Der ist jetzt fertig. Okay. Dann könnten wir ihn auch Richtung Moskau verlegen, wo er dann auch schon mal anfangen kann. So, den müssen, sollten wir vielleicht mal auf 8 zumindest verstärken. Und dann können wir gucken, ja, dass wir zumindest den Armeen vielleicht mal. Das ist ein Korps. Das ist eine Armee. So, denen zumindest mal Infanteriewaffen geben. Die können sich dann wahrscheinlich ein bisschen besser auch halten. Das sind natürlich alles Armeen. Wie sieht das hier aus? Ja, das sind auch Armeen. Ja, vielleicht sollte ich dem auf jeden Fall noch eingeben, weil der relativ nah an der Front steht. So, okay. Dann werden wir den jetzt mal zumindest auf 7 pimpen. Dem geben wir die
Upgrades. Genau, die hatten wir geupgradet. Das geht leider nicht. Der hat immer noch Versorgung 1, deswegen auch immer. Gut. Ja, ich würde mal sagen, das war es dann soweit. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Es kann natürlich sein, dass die jetzt gleich das Afrika-Korps ankommt. Das müsste ja jetzt langsam mal erschienen sein. Oder nee, ich glaube, das kommt im Januar oder so. Den können wir leider nicht upgraden. Aber der müsste doch dann schon weiterentwickelter Panzer sein, jawohl. So, die investieren jetzt nochmal in weiterentwickeltes Flugzeug. Gehe ich jetzt mal absichern zur Sicherheit. Okay. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Infanteriekrieg Stufe 1. Industrietechnologie Stufe 2, sehr schön, 317 haben wir jetzt pro Runde. 140, 62, ja gut, also Sowjetunion, die hat natürlich echt eindeutig zu wenig MPP, das muss man so deutlich sagen. Afrika-Korps trifft in Libyen ein. Okay, also da hätten wir jetzt noch eine Runde, um Tobruk zu nehmen. Das sollte dann jetzt möglichst funktionieren. Okay, der wurde jetzt abgegradet. Wenn die jetzt weiter schlechtes Wetter haben, ist mir das natürlich relativ lieb, weil dadurch können sie dann in Griechenland nicht so viel machen. Keine Ahnung, was sie da machen. Die tun die ganze Zeit irgendwelche Einheiten wild durch die Gegend fahren, aber erschließt sich mir jetzt nicht so richtig, was die jetzt vorhaben. Gut, aber ich denke mal, vor Frühling wird da eh nichts passieren. So, ein weiterer Zerstörer in Dienst gestellt. Achso, den einen da oben, den muss ich ja auch noch aufladen. Genau, da war was. Okay, Galati gesichtet. Eine Gardearmee. Ja, ich würde sagen, die stellen wir mal hier rein. Und die Gardearmee kriegt dann auf jeden Fall auch ein Dinges. So, den bringen wir auf 10 auf jeden Fall. Das ist das erste. Und das zweite ist...
Die haben immer noch Versorgung 1. Gemischt. Gut, hat jetzt leider nichts gebracht. Leider nicht hin. So, ja, der hat leider Versorgung 5. So, den muss ich jetzt leider in den Bodenmodus. Verstärken kann ich ihn nicht und ich werde jetzt nochmal ein anderes Flugzeug zur Sicherheit darunter schicken. Wir haben ja hier mehrere. Verlegen. Modus Boden. Hafen. Anscheinend kannst du dann nicht mehr angreifen. So, hier tut hier mal aufpassen. So, okay, dann haben wir hier, achso, hier ist die BEF Army. Rein. Du kannst da wieder ein bisschen nerven gehen, würde ich sagen. So, müssen wir dann gucken, dass der wieder auf Dinges gesetzt ist. Du gehst dahin und hier gucken wir, ob er jetzt zufällig den Deppen da findet. Leider niemand am Start. So, hier haben wir auch noch ein Schiff, das hinterher kann. Und achso, oben in Island war ja noch einer, den wir aufladen wollten. So,
die Amerikaner, wo könnten die jetzt mal rein investieren? Also Flugzeug ist natürlich schon irgendwie wichtig, aber ich würde auch dazu tendieren, dass wir dann vielleicht bessere Karten haben, wenn wir in Afrika landen, dass wir schon mal dann Infanteriewaffen Stufe 2 bei den Einheiten haben. Das halte ich auch für interessant. So, und dann gucken wir nochmal, ob wir noch irgendwas kaufen wollen. Panzerabwehr. Ja. Marine, Jagdflugzeuge, Panzer. Vielleicht Fallschirmjäger, die kann man ja immer gebrauchen. Schade, ich habe gedacht, vielleicht kann ich die irgendwie sehen, wo die jetzt stehen, aber es hat leider nicht so funktioniert. Gut, ist jetzt aber auch egal. Beenden jetzt den Part, würde ich sagen. Eigentlich hätte ich schon noch Lust weiterzuspielen. Ich glaube, ich mache noch eine Runde, wo wir schon ziemlich spät haben. Ja, muss ich mir nochmal überlegen. Gut, aber für den Part ist jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, ciao, ciao.